Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Franbo, wo wir tatsächlich zur Abwechslung mal, naja, so halb einen Plan haben. Wir haben nämlich Papier gekriegt, wir haben Crayons, wir haben ganz viel Krams. Und das möchte ich als allererstes mal probieren. Kombinieren wir malen dem König etwas und gucken mal, was daraus wird. Ja, guck mal hier, siehste, ich male etwas Besonderes für den König. Ausgezeichnete Idee. Sehr schön, sehr, sehr kunstvoll. Ja, vielleicht hätten wir da auch die eine fragen können, die so gerne Kunst macht. Vielleicht hätte die uns noch was noch Exklusiveres zeichnen können. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Vielleicht reicht ihm das auch nicht. Wir werden sehen. Eventuell sagt er, nee, das ist ja gar nicht so schön. Mach mal anders. Na, mal gucken. Gucken wir mal. König mag Zeichnungen, nicht wahr? Dann probieren wir es mal. Wir benutzen die Zeichnung mit Damien. Ja! Okay. Oh, das ist wunderschön. Genau das, was ich mir erträumt habe. Ja. Das ist sehr gut. Du kannst mein Schwert nun haben. Es ist deins. Vielen Dank, Majestät. Gucken, was sie dazu sagt. Untersuchen. Der königliche Gehstock des Königs. Ja, genau das. Ah, die Verlängerung. Natürlich, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber das ist natürlich genau die Verlängerung, die wir brauchen, um an den Schlüssel zu kommen. Ausgezeichnet. Hoffentlich ist der Dude noch damit beschäftigt, sich zu reinigen. Oder so. Ansonsten müssen wir einen neuen Kaffee besorgen. Hier. Eine Verlängerung unseres Arms. Benutzen mit Schlüssel. Ich komme ran, aber der Gehstock ist zu dick, um den Schlüssel zu greifen. Was? Das ist ein Haken. Da kann man so ein bisschen gegendötschen, da fällt er schon runter. Keine Sorge. Zu dick, um den zu greifen. Können wir denn hier noch weiter kombinieren? Okay. Ja, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig gerechnet. Okay. Sie will es sich ganz, ganz... Es ist schon ein sehr spezialisiertes Werkzeug, um es mal so zu sagen. Aber gut, von mir aus. Ja, hab ich dich. Jetzt kann ich das Büro aufschließen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ah, und hier stehen Nummern dran. Das kann natürlich sein, wenn man hinterher irgendwie ganz viele Schlüssel hat. Ja, vielleicht. Könnte das dann nützlich sein. Das könnte auf jeden Fall die Nummern erklären. Gut. Ist hier noch irgendwas? Was ist das? Achso, das sind nur die, da wo es aufgehangen war. Ja, Verlängerung meines Arms. Ja. Nee, ist okay. Ich dachte, da sind irgendwelche Schränkchen oder so, die ich noch nicht gesehen habe. Hier hing ja der Schlüssel. Ja. Egal. Können wir hier rausgucken? Ich komme an diesen kleinen Fenster nicht ran. Ja, sehe ich ein. Gut. Dumm. Dann machen wir mal so. Den Stift haben wir noch, ja. Sollten wir uns mal merken. Vielleicht ist der Chef da drin. Und den können wir irgendwie besänftigen damit hier oder so. Oder wir sagen ihm, Entschuldigung, Boss, dein Wachmann ist ein Pädophiler. Und dann hat er andere Sorgen. Vielleicht irgendwie sowas. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich spreche, dann guckt doch mal die letzte Folge, weil ansonsten klingt das jetzt nach einer etwas merkwürdigen Gedankenrichtung, die ich da habe. Nein, das sage ich nicht aus Scheiß, ne? Okay, ja, benutzen mit Bürotür. So random mal, hey. Ja, ist ja auch so ein kleines bisschen random, das Spiel hier und da. Zumindest in dieser anderen Welt. Und apropos, können wir auch gleich mal gucken, aber wir gucken uns hier erstmal um. Hier haben wir wieder einen Schlüssel. Aha, interessant. Und hier ist tatsächlich niemand. Das hätte ich gar nicht erwartet jetzt. Mental Health Global Week. Ich frage mich, was Leute bei solchen Versammlungen tun. Gute Frage. Vorträge halten. Oktober und November. Ich glaube, wir haben gerade Oktober. Ja. Hier endet das Angekreuzte. Richtig. Testtag. Jeder Tag ist ein Testtag. Was? New Testing Day? Drug? Testing? Pause? Irgendwas? Okay. Wir sind auch welche angekringelt. Ist das irgendwie relevant? Soll ich mir davon mal... Ich will mal ein Foto machen. Nur so just in case. Einen Moment.
Kann man so ein bisschen mittelgut erkennen, aber naja, probieren wir es mal. Was für ein hübsches Bild. Ich wünschte, ich könnte so malen. Das ist in der Tat recht aufwendig gestaltet. Was für ein kleiner Text. Gedanken von Marcel Dern. M stand da. Ein Interview mit Dr. Dern über die Arbeit mit Kindern. Gut. Du bist nicht alleine. Tritt uns heute bei. Oswald Anstalt. Ja. Oh, der Code. Und wichtige Informationen. Endlich. Sehr schön. Was? Pentagramm? Schon mal gesehen. Was bedeutet das? Nimm mit. Nimm mit. Dann werfen wir eine Pille ein. Dann gucken wir uns das nochmal an. Na, können wir gleich mal gucken, was dann passiert. So, ich möchte einmal untersuchen. Dr. Marcel, Alarm am Sicherheitssystemfeld in der Rezeption ausschalten. Die gelbe Tür wird für 2 Minuten offen sein. Dann ist sie wieder alarmgesichert. Alarmcode. Also, 17. Dezember gleich und 25. Juli gleich 17. Dezember, 25. Juli. Dezember? Okay. Warte mal kurz. Ach, Quatsch. Dumm-di-dumm-di-dumm. Untersuchen. 25. Juli. Nee, Juli sehen wir da auch nicht. Man kann es fast erkennen, oder? Ist das eine 4? 4 und 7 oder so? Vielleicht finden wir ja noch andere Teile des Kalenders. Oder so etwas. Mal gucken. Oder wir müssen uns die Patientenakten angucken. Da sind nämlich auch Datumsangaben gewesen. Waren das eventuell... Ah, den müsste man nochmal gucken. Und dann müsste man mal gucken, ob das in Zimmern waren, ob diese Patientenakten in Zimmer waren, wo entsprechende Zahlen an den Türen dran hingen. Naja, mal gucken. Kühle Luft kommt raus, wie der Wind. Ich glaube, dahinter ist ein Loch, ein Windloch. Ein sogenanntes. Ich weiß nicht wirklich, was das ist. Naja, können wir irgendwie aufmachen und uns da verstecken oder so. Ich hasse dieses Bett. Wahrscheinlich hat sie da mehr als nur einmal drauf gelegen, aber so ganz flach. Ist das nicht normalerweise so ein bisschen, naja. Hier lege ich mich nicht hin, nicht freiwillig. Ich habe hier so oft geweint. Ja. Alles die gleichen Bücher, vielleicht verschiedene Bände. Ich frage mich, wessen Kopf das ist. Das sieht so ein bisschen aus wie diese eine Patientin, wo wir dann meinten in der Anderswelt, dass sie wie eine Puppe aussieht, oder? Ist auch so ein bisschen so drapiert, ne? Weiß ich nicht. Alles die gleichen Bücher, ja. Was ist das hier? Ich liebe es, Post zu öffnen. Vor allem Fremde. Aber die hier ist nicht für mich. Ja. Na gut. Hält sie das wirklich ab? Na schön. Sehen, schmecken und hören? Gewissermaßen. Die Sinne. Davon habe ich etwas in der Schule gelernt. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Aber sie weiß, dass sie was davon gelernt hat. Nur nicht was. Gelbe Schreibmaschine, die haben wir gehört, eigentlich. Oh, jetzt ist niemand hier. Ich könnte Tante Grace einen Brief schreiben. Liebe Tante Grace, hol mich hier raus, bitte. In Liebe, Fran. Okay. Hier ist nix, hier ist Hirn. Das Gehirn ist so kompliziert, darüber haben wir auch schon was gelernt. Ich verstehe nicht mal all meine Gedanken. Wahrscheinlich tut das niemand komplett. Das mag sein. Hier sind auch wieder die verschiedenen Hirnareale, die auch durchnummeriert waren, ne? Auf dem Bild. Warte mal kurz. Fotos. Ja. Keine Ahnung, ob man das sehen kann. Da. Naja, dieses Bild meine ich, das ich abfotografiert hatte. Da waren auch Nummern dran. Ob das nochmal relevant wird, weiß ich nicht. Mal gucken. Buch. Keine Bilder oder lustige Rätsel. Mr. Midnight könnte mir ein Rätsel sagen. Er liebt sie. Schlaue Katze, dieses Buch interessiert mich nicht. Der Doktor hat einen Apfel gegessen. Ha, ich könnte ihn als Helm benutzen, um meinen Kopf zu schützen. Ja, aber ich glaube, meine Haare schaffen das auch. Ja, es könnte reichen. Ein bisschen festiger rein in die Haare, dann ist es auch wie ein Helm. Der Doktor saß da und hat nichts getan. Während du hier lagst wahrscheinlich, ne? Doktor saß da und hat nichts getan. Yep. Gut. In Ordnung.
Das ist auch der, fällt mir gerade erst auf, das ist wahrscheinlich der Raum, wo wir vorhin waren, ne? Hier saß der Doc, beziehungsweise hier etwas näher, weil er hat hier irgendwie den Bereich verdeckt. Hier haben wir dann das Geschenk geholt und dann sind wir gegangen oder so. Ich vermute ja. Es ist immer gut, einen Ersatzschlüssel dabei zu haben. Ja, generell schon. Für was ist er denn? Untersuchen. Ein Ersatzschlüssel. Ich habe ihn aus dem Büro. Ist das ein Schlüssel für das Büro oder wie? Wenn das hier gleich wieder zugeschlossen wird. Es mag sein. Ich wünschte, am Schlüsselbrett wären alle Schlüssel. Ja. Gut. Ich glaube fast, dass wir fertig sind, außer das hier. Genau, das. Ich will hier erstmal gucken, ob sich mit diesem Zettelchen was getan hat. Nö. Nur ein paar neue Geräusche dabei, aber die sind auch generell hier einfach so. Hier können wir nicht gucken. Doch, können wir. Oh, das tote Mädchen sieht ein bisschen so aus wie ich. Das ist allerdings sehr richtig. Naja, ich bin sediert und sehe seltsame Dinge, aber ich bin wohl tot. Ich kann atmen und reden und alles, was lebendige Menschen so tun. Oh, nicht tot. Moment, ich will das nochmal eben. Sekunde. Atmen und reden und alles, was. Ein bisschen aus wie ich, genau. Und sehe seltsame Dinge, aber ich bin nicht tot. Okay. Hier, ein bisschen Darm. Braucht er ein bisschen Darm. Wo deine Augen geöffnet sind, kannst du. Deine Augen bluten, fühlst du nichts. Stecke nicht, was dir wehtut. Lass es dir wehtun. Wo deine Augen geöffnet sind, kannst du nicht verstehen. Aber sie bluten doch gar nicht. Alles gut. Alles in Ordnung. Außerdem haben wir. Nee, haben wir nicht. Keine Pflaster. Vielleicht können wir ihm einen Keks anbieten. Sollen wir einfach mal aus Scheiß. Pass auf. Mit O, da ist gar nicht. In dem Fall. Tote Fran, ja, wie wär's? Manchmal klappen Dinge einfach nicht. Dieser auf jeden Fall nicht. Dieses Ding funktioniert nicht. Können wir denn wieder. Huch! Phil? Ein vergessenes Mädchen ohne Familie oder Katze wird sterben, wenn der Mond kommt. Ja, danke für die Information. Was meinst du? Arsch. Ja, gut, dass wir einen Schlüssel haben. Was war das denn für eine Aktion? Können wir die einfach wieder aufmachen? Nein. Naja, gut. Wir haben einen Schlüssel. Ich weiß nicht, ob das der Schlüssel ist. Können wir eigentlich auch mal hier probieren? Können wir denn. Naja, mit dem Schlüssel ist das Einzige, was irgendwie noch halbwegs Sinn macht, aber wird wohl nicht funktionieren. Na gut, dann probieren wir mal den hier. Dieser Schlüssel passt hier nicht. Was? Na gut, vielleicht haben wir hier ja, vielleicht verschwindet das hier gleich und haben wir wieder eine Treppe oder so. Pass auf. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommen wir da durch. In dieser Sicht der Dinge. Und da wurde es schon für mich abgenommen. Wurde es mir abgenommen. Aha. Das erinnert mich gerade an Edna. Das Windloch. Ich glaube, das ist der Weg zurück. Na, das werden wir sehen. Ich frage mich, ob Phil davon wusste. Nein, er ist einfach nur ein Arsch. Diese Ratte hat sich den Kopf gestoßen. Sie braucht einen Helm, ah. Haare wie wir sie haben. Wir brauchen einen Helm mit Ratte auf dem Kopf. Ich gehe einfach weiter und weiter. Und okay. War wohl sehr dunkel da drin. Und da liegen wir wieder. Alles klar, naja gut, wir sind zumindest draußen, das ist schon mal ein Vorteil. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt? Ich muss es wohl rausfinden. Das denkt sie sich noch, bevor sie die Augen aufmacht. Oh, scheiße, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Yep. Na dann, gib ihm. Es geht nicht rechts, es geht nicht links, es geht aber nach oben. Okay. Ja, dann gucken wir uns um. Hi. Kiste ist offen. Schauen wir mal, das ist richtig.
Routine, aha. Jetzt auch in Gelb. Hm. Handschuhe sagen mir nichts. Alle Schwestern tragen welche. Abgekratzte Aufkleber. Stimmt. Böse Tabletten. Ich nehme sie nur, um mein Kätzchen zu finden. Ich glaube, ich höre auf, wenn ich mit Mr. Midnight gefunden habe. Ja, ich glaube, ich bin mir noch nicht so sicher. Oder vielleicht, bis ich alle genommen habe. Oder nie. Ja, ja, ja. Gelbe Pillen. Hm, die sehen toller aus als die roten. Können wir sie nehmen? Hier, einzelne nehmen? Oh, die schlecht sein können. Achso, sie sagt noch was anderes. Vielleicht ist ihnen einfach die Farbe ausgegangen. Ja. Warum ich die roten Pillen bekomme und nicht die gelben? Gute Frage. Hm. Aber mitnehmen können wir sie nicht. Flasche ist leer, richtig? Können wir uns einen kleinen Mix machen aus den beiden Pillen? Je nach Lust und Laune. Können wir uns die eine oder die andere nehmen? Tja. Okay. Dann halt nicht. Und da irgendwas. Hm. Was mit benutzen? Ich glaube eher nicht. Schade. Kein Wasser zum Händewaschen. Nö. Auch wieder Handschuhe. Was haben wir hier für ein Sheet? Putzmittel. Die sollten unsere Toiletten putzen. Schwämme und Waschlappen und tausende Chemikalien. Ich glaube nicht, dass ich davon etwas brauche. Hey, wer weiß, das ist ein Adventure. Nicht vergessen. Ein Mob, der mit dem Boden tanzen. Der mit dem Boden tanzen wird? Mr. Midnight hasst Mobs. Also die Hunde. Ja. Er versucht sie immer mit seinen wilden Pfoten zu töten. Ja. Hm. Ach ja. Nee. Auch wieder Mob, Mob, Mob. Genau, genau, genau. Ganz viele Mobs. Verschiedene Mobs für verschiedene Einsatzgebiete sehe ich ein. Unter der Decke ist nichts. Bist du ja sicher alt und verrostet. Ich glaube, ich habe einen Ort zum Schlafen, wenn ich nicht rauskomme. Ja, könnte man machen. Hier, das ist kein Mob, das ist ein Besen. Oh, wäre ich eine Hexe, könnte ich hier wegfliegen. Gute Idee. Ich würde mit meinem Kätzchen unter dem Sternenhimmel fliegen. Und wir besuchen komische Orte, weil wir komische Dinge mögen. Irgendwie mag ich sie ja. Wenn sie nicht gerade Leute töten will. Ja. Gut. So. Ja, ansonsten, hier kommen wir nicht zurück, ne? Jetzt kann ich nicht zurück. Das, ja. Wenn ich zurückgehe, weiß ich, was mich erwartet. Mhm. Keine Angst haben, immer vorwärts zu gehen. Das ist die richtige Einstellung. Frag mich immer noch, was das für ein Schlüssel ist dann. Hm. Jedenfalls kein Ersatzschlüssel fürs Büro. Gut, dann machen wir einmal den hier. Lügen in einer Box. Lügen in einer Box. In der hier. Können wir sie jetzt nehmen? Nö. Scheinbar nicht. Schade eigentlich. Hm. Wir können sie grün anmalen. Vielleicht. Vielleicht können wir ja... Ah ne, das Inventar habe ich hier nicht. Ah so. Ich würde gerade sagen, irgendwie den Keks da reinkrümeln oder so. Ja, hier die Zimtschnecke halt. Aber nö. Dann schlafen alle. An diesem Ort verliert man wirklich seinen Kopf. Ja. Hoffentlich kann ich flüchten, bevor ich meinen verliere. An diesem Ort verliert man wirklich seinen Kopf. Jep. Jep, jep, jep. So. Ja, Gegenmittel. Und vielleicht sind die gelben ja das Gegenmittel. Komm an. Kombinieren. Also, nein. Egal. Na, dann müssen wir sie ja schon haben. Wir gehen einmal hoch. Also. Abgeschlossen. Ich kann es wieder versuchen und wieder. Na, mach doch mal. Es ist für immer und ewig abgeschlossen. Das werden wir erstmal sehen. Vielleicht ist es ja ausgerechnet der Schlüssel für hier. Okay. Hätte es sein können, dass wir den Schlüssel nicht dabei hätten jetzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich denke mal. Nicht. Wenn du kämpfst, wirst du wissen, dass ich es war. Ich werde in jeder Ecke sein, um dich leiden und weinen zu lassen. Wenn du mir nicht gehorchst, wird dein Leben, wird das Leben deiner Katze, oder so, weil ich nicht gelesen habe, weiß ich nicht, was da stand, aber ihr habt es ja gelesen.
Oh, mein liebes Kätzchen, wir werden bald wieder zusammen sein, versprochen. Ich vermisse dich so sehr. Warum gehst du? Bitte lass mich nicht allein, Mr. Midnight. Am Ende des Labyrinths, Fran. Und schon wieder liegen wir da. Ja, ich bin schon wieder umgekippt. Sag ich doch, ob meine Träume wohl wahr sind. Irgendwie was dazwischen. Das Monster lässt mich nicht nach Hause gehen. Wenn ich das Labyrinth finde, finde ich auch Mr. Midnight. Jipp. Gut, bevor wir es ein weiteres Mal probieren. Das kommt mir komisch vor. Vielleicht, ja, vielleicht ergibt sich ja noch was. Wir wissen auf jeden Fall, dass sie da sind. Nun gut, es ist immer noch offen. Dann probieren wir es erneut. Aha. Zellen. Hier sind wahrscheinlich wirklich die schlimmeren Fälle, wie auch immer. Der eine Junge, der mit der Maske, Maskenboy, meinte ja irgendwie, dass er aufgestiegen ist quasi, ne? Als sie meinten, dass es ihm besser ginge. Also. Könnten da reingucken. Machen wir sofort. Operationssaal, Patient. Robert Clark, Psychochirurgie-Prozedur, Lobotomie, oha. Dr. Roman Bates, Beobachtung, fehlgeschlagene Betäubung. Der Patient wachte bei Erreichen des Frontallappens auf. Ach du meine Güte, die Prozedur wurde unvollständig abgebrochen. Was? Heieiei. Oh, shit. Was? Ist das euer Ernst? Das ist euer Operationssaal? Da will ich nicht rein. Ja, ja. Riecht wie vergammeltes Fleisch. Bäh. Ich will nicht, dass die da drin mit meinem Kopf spielen oder irgendwas anderes machen. Das könnt ihr auch nicht bringen. Ja, krass. Da bin ich gleich mal gespannt, was wir mit Pillen da sehen. Ah, hier ist wieder zu. Mysteriös. Was sagt sie hier? Also bin ich einmal rumgegangen. Ja. Vielleicht ist das das andere Ende von den Treppen. Das kann sein. Schauen erstmal hier rein. Genau, das hatten wir. Machen wir hier. Ach du Shoot. Oh nein, arme Mädchen. Ich hoffe, ihnen geht es bald besser. Ich hoffe, ich ende niemals so. Das werde ich nicht, wenn ich diesen kranken Ort verlassen kann. Eieiei, die eine hatte ja auch Narbe am Kopf. Puh. Hallo, ruhst du dich aus? Hast du gespuckt? Das ist eklig. Ich hoffe, dir geht es bald besser. Boah, ey. Geht nicht klar. Geht nicht klar. Wir machen einmal den hier. Wow. Was? Was? Du kannst nicht die beschuldigen, die unwissend sind. Aber du kannst nicht die Unwissenheit entscheiden lassen. Das Leben wird es dich lehren durch Schmerz und Tränen. Mein Pfad zum Leben wurde mir verweigert. Ich wurde noch nicht geboren, aber ich lebte. Ich warte auf meine Mutter, die mich liebt. Auf eine Mutter, die mich liebt. Mein Pfad zum Leben wurde mir verweigert. Sick. Sick shit. Kann ich hier reingucken? Oh. Wer ist das? Entschuldigung, wachen Sie auf. Ich glaube nicht. Kann ich nicht auch noch irgendwie detaillierter gucken? Hier ist auch wieder Hirn. Vergammtes Fleisch, ne, ne. Nope. Nope, nope. In Ordnung. Gucken wir natürlich nochmal hier rein.
Eduard? Eduard? Oh, what? Hä? Da steht Edward tatsächlich. Ich weiß nicht, was das heißt. Dravdi? Eduard. Moment. Nein, ich gucke jetzt nicht im Netz nach. Ich mache mir nur ein Foto. Ups, waren zwei Fotos. Egal. Edward, ja. Und hier. Lobotomie. Oh Junge, warum ist dein Gehirn denn draußen? Oh Junge, warum ist dein Gehirn denn draußen? Ja, Fragen, die man halt so stellt, ganz normal. Ist es da drin zu warm? Er antwortet nicht. Ich glaube, die Maus wird rauskommen und etwas Fleisch essen. Was? 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 Oh, Junge, Junge. Was hast du denn? Was ist denn da geschehen? Okay. Puh, dann gehen wir mal wieder zurück. Eieiei, und wir gucken mal, ob wir hier an einen bekannten Ort. Nein. Ja, ich habe den 9 nach oben gebracht. Mhm. Nein, habe ich nicht gesehen. Der Schlüssel zum Keller? Nein. Dem Büro des Doktors? Er hatte mal einen Schlüssel dort, ja. Beruhige dich, der Schlüssel ist nicht hier. Klar, ich lasse dich wissen, wenn er auftaucht. Aber du musst dich beruhigen. Ja, easy, easy peasy. Ja, ich bringe ihn dir, wenn ich ihn finde, okay? Tschüss. Gut. Baby Shaken Syndrome. Ach so. Nee, Babys nicht schütteln, ist schon mal, ja. Du lieber Himmel, ich kann es nicht glauben. Ich bin schon an der Rezeption, das ist großartig. Ah, da hinten waren wir. Verstehe, verstehe. Jo, auf der anderen Seite waren wir. Aber die Schwester, ich muss sie loswerden. Ist es gerade egal, wo ich hinklicke oder was soll ich tun? Lieber Himmel, ja. Okay, was gibt's denn hier? Das ist auch das? Ja, 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 ja. Soll ich tun? Okay. Wir können reden. Ist das eine gute Idee? Ja, ansonsten sagt sie irgendwie überall das Gleiche. Die Notiz, die ich habe, sagte etwas darüber. Ja, 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 das ist hier mit dem Alarm und so, genau. Muss die Sicherheitstafel sein, genau. Das rote Licht funkelt, funkel, funkel. Hm. Wieder Schlüssel. Schlüsselbrett hat keine Schlüssel am Brett. Das ist ja ein ziemlich nutzloses Schlüsselbrett dann, ohne Schlüssel am Brett. Das ist die Notiz mit... aber wir... kommen jetzt aber nicht so... Ja, vielleicht kommen wir wieder irgendwie zurück. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir uns wieder... vielleicht können wir uns wieder ins Zimmer bringen lassen oder so, weil... Wenn meine Vermutung stimmt, dann bräuchten wir ja noch die Daten aus den Patientenakten und so. Ne? Werden wir sehen. Werden wir sehen. Wir versuchen erstmal zu reden. Frau Krankenschwester, ich hoffe, Sie müssen bald auf die Toilette. Also. Also. Entweder das. Oder. Schrank. Ja, ich dachte halt an einen Kaffee. Schränke, Poster, okay. Selbst wenn es klappt, wüsste ich nicht, wofür es nützen würde. Ich hätte da ja so eine Idee, aber okay. Hm. Schon Rezeption. Ich kann hier nirgends hingehen. Sehe ich das richtig? Ansonsten, Schlüssel haben wir benutzt. Können ihr was Schönes malen? Ja, nee, weiß ich nicht. Hm, und das hier? Das haben wir einfach so. Das haben wir einfach so, ja. Das mit meinem Leben beschützen. Wir machen einmal den. Klar, das könnte nützlich sein. Und dann würde ich auch gerne mal auf das Foto gucken. Toll. Am Ende des Labyrinths. Aha. Was ist das denn für eine Schnur? Ist das wieder irgendwie gedärmt? Sieht eigentlich nicht so aus, ne? Ich möchte jetzt mal auf das Foto gucken, ob es irgendwie... ob es irgendwie anders aussieht. Hei, hei. Oh, meine liebe Familie. Heieiei, sieht das jetzt hier eigentlich irgendwie anders aus? Nee, ne? Vielleicht ist es ja nicht zerkritzelt dann oder so, naja.
Nun gut, aber jetzt können wir uns hier ein bisschen umgucken. Das könnte von Vorteil sein. Oh mein Gott, bist du okay, kleines Baby? Ist das deine Mami, die da oben hängt? Vermisst du sie? Ich vermisse meine Mami auch. Oh, sie sind ganz mager, pfui. Warum hängen sie da oben? Hängen sie nicht so durch? Sind sie auch eine Schwester? Sick. Sick shit. Ich will nicht länger hier sein, auf dem Sofa Zeit verschwenden und nachdenken, während mein armes kleines Kätzchen draußen friert. Hier war wahrscheinlich das Drücki-Ding-Sie, ne? Ist jetzt aber nicht da. Schlüsselbrett hat keinen Schlüssel am Brett. Wir können den Schlüssel da hinhängen. Hey. Dann taucht er wieder auf und verpieselt die sich. Aber nicht zum Pieseln, sondern zum einfach nur Verpieseln halt. Yeah. So, das hätten wir. Ich hoffe, die Schwester sieht den Schlüssel. Yes. Alright. Cool. Ich erinnere mich nicht an Tante Grace Telefonnummer. Ist ja jetzt blöd. Das hätte jetzt geholfen. Ich überrasche sie einfach, wenn ich nach Hause komme. Ein Liebesbrief. Lieber Pete. Bäh, eklig. Ich erinnere mich nicht an... Ja, ja, ja. Gut. Genau das hat Mr. Midnight mir gesagt. Am Ende des Labyrinths. Ich frage mich, was am Ende des Labyrinths ist. Na, eben Mr. Midnight. Was auch immer es ist. Ich hoffe, ich kann mein Kätzchen finden. Gut. Das kenne ich. Mein Lehrer erzählte uns davon. Ah ja, es ist, wenn verrückte Eltern ihre Babys schütteln, Mistkerle. Wenn die Babys innen bluten, viele sterben. Eieieiei. Ja, ja. Nun gut, dann zurück. Oh, der Schlüssel war doch hier. Komisch, nicht? Ich bringe ihn lieber zurück. Mach das. Verschwindet einfach. Ja, dann würde ich sagen, wir können, Mom. Ich denke schon, aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Schon wieder so viel Zeit durchgebracht. Unfassbar. Halbe Stunde Folgen ist irgendwie, ist ja erstaunlich kurz. Es gab ja irgendwie jetzt, also die letzte Zeit habe ich öfter mal, gerade in den Streams, eine 40, 50, 60 Minuten Folgen gemacht. Unfassbar, gerade bei GTA 4 ist auch so ein Spiel, wo man irgendwie immer weitermachen kann. Aber ganz ehrlich, wenn ich jeden Tag irgendwie, was ist jeden Tag, wenn ich ständig, ja, ja, doch, schon jeden Tag 60 Minuten Folgen raushaue, da komme ich einfach nicht hinterher. Ich muss ein kleines bisschen Disziplin haben, was das angeht. Und eben drum, deswegen machen wir an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ich hoffe, das ist okay. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen, naja, sagen wir mal Spaß oder zumindest gute Unterhaltung. Und wenn dem so ist, dann seid ihr vielleicht auch das nächste Mal wieder mit dabei bei Frenbo oder irgendwas anderem. Mal schauen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein und bis demnächst. Macht es gut und tschüss.